Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Lichtstiel 2 im PvE-Modus. Zuschauer ist mit dabei, Kenobi, da oben in Lila. Das heißt, wir spielen heute ein bisschen zusammen, mal zum Reinkommen, einfach eine Runde PvE. Was nehmen denn? Also ich gucke mal, dass ich ein bisschen Abwechslung kriege, aber so YOLO-Chaos, weiß ich nicht. Gefällt mir irgendwie nicht so gut, weil ich immer gerne einen Plan habe, wie es weitergeht. Wir nehmen Auszahlung. Ah, Kacke, für den reicht es gerade so nicht. Büro nicht schlecht. Passt. Passt. Bürostart, Worker. Da haben wir schon mal einen Bonus. Das ist gar nicht verkehrt. Auto ist immer an. Das liegt an dem PvE-Modus. Ist auch gut für neue Spieler einfach, damit man sich reinfuchsen kann. Finde ich super, weil man sich da keine Gedanken macht über was sende ich so. Man kann sich auf die Verteidigung konzentrieren und man kann natürlich nicht nur das, sondern auch probieren, wie es ist mit mehr Workern, mit was baue ich wie und so weiter. Also gerade wenn man neu dabei ist, um die Einheiten kennenzulernen und sich auf Worker ein bisschen mehr zu fokussieren, ist das super. Okay, 4 Flächenschaden. Ist schon Ei da. Ei auch nicht schlecht. Gerade im PvE. Da wo jeder immer gleich viel Kacke geschickt kriegt, sind die Anfangswaves immer schwach. Da kann man mit einem Ei sehr gut was machen. Angler auch gern gesehen. Als Legion. Ja, bisschen zu wenig gebaut mit dem Green Devil. Boah, eigentlich hätte der halten müssen. Vielleicht ein bisschen Pech. So. Ja, das will ich eigentlich nicht platzieren. Wir bauen mal den. Der hat da keine Verteidigung. Der reicht doch vollkommen aus. Für die nächsten beiden Waves bin ich sozusagen abgesichert. Muss mir da gar keine Gedanken drüber machen. Kann Full Worker gehen. Der wird geheilt. Gatling Gun auch im Büro drüben. Ja, jetzt wird die Hydra ausgepackt. Voll ausgebaute Hydra. Das ist nicht schlecht. So, meine Frontline besteht dann aus Ochse und Sandax. Ja, Kettenfaust auf Full Power. Bestimmt auch nicht schlecht. Aber ich bin irgendwie kein Freund davon. Mit der Kettenfaust. Die gefällt mir nicht so. Macht Worker am Start. Bin ich wirklich sehr gut dabei. Get in.
bauen wir noch ein Bazooka hin. Das werden ganz viele Pyros werden. Ist auch 4 gegen 4. Das sind immer viele Pyros. Da gibt es gar keine andere Option. Ja, eigentlich brauche ich die gar nicht. Wenn ich so voll auf Pyros gehe. Alita, Archer, Pyros, Zeus und ein bisschen Frontline. Ist auch immer ganz gut, um abzuschätzen, baue ich was oder baue ich nichts. Also Worker. Also PvE-Modus. Da sieht man immer schön, wenn man nichts geschickt bekommt, dann sollte man keine Worker bauen. Oder lieber Einheiten. Und wenn man den Send gehalten hat, dann baut man Worker. Ich denke mal, jetzt schicken die wieder, deswegen kann ich schon eine in die Warteschlange setzen. Ja, hör mit. Also gehen noch zwei. Sehr schön. Ah, zwei haben es nicht geschafft. Oh, hallo, hier ist ja, sind ja 5 Steinhauer durchgekommen. So, zweiter Elite Archer. Was sind so für Einheiten? Also habe ich natürlich nicht schlecht so. Die auch. Aber ich glaube, da fehlt am Ende dann so ein bisschen der Schaden. Gucken wir mal. Aktuell habe ich noch gar keine Frontline, aber es läuft doch so ganz gut. Dass sie bis jetzt zumindest noch nicht nötig war. Hier wird auch noch gekämpft mit der Hydra. Nummer 3. Bis jetzt nur Fernkämpfer gebaut. Vor Elementare. Magier will er wahrscheinlich hier drauf packen. Ich denke, ich werde Kampfnarben nehmen. Der Maulwurf natürlich ein harter Send. Sehr schön. War knapp, aber gut gehalten. Oh, einer ist durchgekommen. Da 3. Guck mal, sogar ganz oben. Weil wir sind alle nah beieinander, aber das macht manchmal schon viel aus. Also dann baue ich den ersten Ochsen hin. Hier kommen noch 2, 3 Pyros. Nur, dass ihr es gehört habt.
So, mehr baue ich erstmal nicht. Kettenfaust werde ich nicht bauen. Ja, Pyrotech hängt gerade noch so, aber wenn ich dann da vorne was hinstelle, dann haut das hin. Ich werde jetzt mehr Zeus aufwerten, damit ich die 10 halten kann. Ja, wobei mit den... Mit den Elite-Archern bin ich eigentlich schon gut dabei. Jetzt kommt ein Send. Triple Buff. Er will den groß machen. Mit dem Triple Buff. Mensch, der Salz ganz trocken hier bei der Hitze. Muss man mal schön viel trinken. Ärgerlich. Das ist ärgerlich. Da bist du nur 10 Gold ein oder so wegen Mini-Leben. Bauen hier noch ein Pyro auf. Können Traloko noch einpushen. Das reicht. Phoenix schon am Start, nicht schlecht. Ja. Erster Liter Archers down. Pyro down. Aber das war kein Problem. Der Pyro lebt noch mit Mini-Leben. Wie sieht es hier aus? Mantas sind natürlich auch nicht schlecht. Hauen wir schon mal einen zweiten Ochsen hin für die nächste Wave. Zur Not kann ich auch hier vorne noch was hinstellen. Ah, der Liter auch schon was schnell down. Naja, Eiersack. Das ist schon Kingpin maximal. So sieht das doch gut aus. Mehr mache ich nicht. Ich baue die Kettenfaust nicht, auch wenn ich sie habe. Eine Hexe. Hexe und Maulwurf. Oh my God.
Aber die ganzen Zeus und Bazookas machen das ganz schnell weg. Oh, er hat ordentlich durchgelassen. Ja, ja, auch ein bisschen was. Aber das halten wir locker. Da kommt sogar noch der Maul mit. Crab Lord. Oh, es könnte zum King durchkommen. Crab Lord down. Und die Krabbe. Ein Frosch wurde noch beschworen. So, jetzt gehen wir mit dem Sanddachs rein. Direkt aufgewertet. Das ist die Frontline. Vielleicht baue ich hier noch einen hin oder so. So den ersten Schaden abfängt. Ja, da kann der nächste Sand sofort wieder. Ja, die Pyros werden schnell angegriffen. Ich muss wahrscheinlich wirklich noch vorne einen hinstellen. Dass die Pyros am Start bleiben. Oh, der Tornado! Viele Seeschlangen. Ja, die Löwen wird er groß machen. Mit dem Triple Buff auf jeden Fall.45 Uhr gab es schon. Ich werde jetzt hier noch einen Dachs hinstellen, dass der erste Schaden abgefangen wird. Wahrscheinlich am meisten von Kampf daran profitieren. Wenn er abkackt. Aber zwei Pyros am Start. Das ist jetzt eine easy Runde. Nächste Runde muss ich die Elite auch schon unbedingt aufwerten. Damit ich gegen 16, 17 bestehen kann. Gerade 17 wird hart. Viele Pyros ab. Triple aufwärts, stelle hier noch einen hin. Ja, können wir hier auch noch den Rest mit Pyros auffüllen, theoretisch. Ich kann auch hier noch Zeus draus machen. Und eine zweite Reihe von Zeus. Klingt auch nicht schlecht. Oh, die haben alle ganz schön in Worker investiert. Alter. Ach so, durch die Kingpins hat er natürlich einen hohen Einheitenwert. Ich werde erstmal keine Worker bauen, damit ich die Welle halte. Weil die nächste für mich sehr hart ist. Doch doppelt gesammelt. Da kommt richtig dicker Sand. Das wir werden jetzt hier schon mal ein bisschen auf. Unlimited ammo.
So, ich bin noch drüber. Minus 1000, ey. 1200 plus wegen Kingpins und Hydra. Ja, ich habe nicht in Wokka investiert. Die hole ich erst jetzt. Ja, das war eine gute Entscheidung. Der Lachs hat den ersten Schaden richtig gut abgefangen. Sehr schön. Ja, er mit seinen Kingpins hat natürlich gehalten. Oder von wer der fett ist. Und ich habe gehalten, weil ich jetzt erst Worker geholt habe. Ja, der Ohr flippelt sich hier durch. Das können wir nämlich. Also wir werden natürlich hier noch. Hier die Pyros aufwerten. Zwei Stück sollten aber reichen. Und der Rest wird in Workout gepackt. Da kommen einige dazu. Das habe ich durch meinen Hold. Den dicken Einheitenwert und dicke Worker. Also auf 100 gehe ich und dann war es das. Dann soll ich noch zwei Worker wahrscheinlich. Und dann ist Schluss. Aber nicht jetzt. Das hat wieder gesammelt, das heißt, ich muss meine Abwehr verstärken. So, was machen wir? Könnten mehr Dachse noch hinstellen. Den noch aufwerten. Noch ein Dachs. Ich werde mal ein Seepferdchen hier hinten hinstellen. Dass wir noch ein bisschen Healing rauskriegen. Okay, Krakenstichler, Recknieder und Belagerungsmaschine. Ja, Frontline-Verstärkung ist unheimlich wichtig. Na, einer geht noch. So. Es gab auch mal einen Teil, dass man Value maximieren wollte. Im Rad. Naja. Den werte ich auf. So sieht das schon mal gut aus. Ah, ne, habe ich falsch platziert. So. So sieht das doch schon mal gut aus. In der Mitte, der hält es ab, bis die dann da sind. Hat schon 6er Kampfnarben abgekriegt, sehr gut. Das ist gar kein Problem. Ich werde jetzt noch Pyros aufbauen. Oh, das sind die ganzen Eiersäcke.
So sieht das doch gut aus. Die drei kann ich nur aufwerten. Die Dachs hier kann ich aufwerten und den einen. Ja. So wird es sein. Lass mal die 1500er Cent abwehren. 5000 plus durch die ganzen Hydras. Ah, die beiden haben auch gut plus im gelben Bereich. Ist abgewertet, von daher gut gereicht. Der sollte gar kein Problem haben. Die Hydras brüten sich dann aus und dann wird er wahrscheinlich das meiste halten. Nee. Ich will Zeus. Aber die Seepferd schon noch ein bisschen Healing. Tauscht dir eine Kettenfaust hier hin, was soll's? Okay, Krakenstichler und eine Schnecke. Jetzt die Frontline down. Ah, ich habe noch plus 80. Plus 6300. Das ist abartig. Der wird uns das Game gewinnen, das weiß ich. 6337 plus. Auf Welle 22. Und der hat nur 58 Worker. Ist anscheinend vollkommen ausreichend für ihn. Krasser Scheiß. Ich werde noch die Frontline ein bisschen verstärken. Mehr mache ich nicht. Das eine Seepferdchen platziere ich natürlich noch. Der 4000 plus. Die sind jetzt auch alle im Minus. Jetzt ist die Frontline down. Das schaffe ich nicht. Level 23 war zu groß. Halt sogar länger als ich. Ja, hält hundertprozentig. Trotz dass er vor Eis dabei ist. Er wird es nicht schaffen. Er wird es auch nicht schaffen. Aber das wird lange genug hinauszögern, dass es für uns der Sieg ist. Die Kingpins haben so viel Leben. Gewonnen? Aber es ist krass, ey. Bei sowas ist halt ein Blender-Bild super stark. Ja, Atlanta hat er genommen. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Mit dem Zuschauer zusammen, Kenobi. Schaut auch gerne bei anderen Videos vorbei, lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt.